Das ist die System-S-Stativhalterung für Smartphones, also iPhone und was es dann noch so alles gibt. Betriebssystem vollkommen egal, Hauptsache Smartphone und auch zum Beispiel für einen iPod Touch. Das Ganze ist dafür gedacht, es gibt ja mittlerweile jede Menge toller Applikationen für die Smartphones, was also das Filmen angeht. Und da hat man immer das Problem, dass man halt eben nur aus der freien Hand filmen kann, was nicht immer wünschenswert ist. Man möchte auch vielleicht mal so richtig schöne feste Stativaufnahmen machen und dafür ist diese Halterung da. In dieser Halterung wird das Stativ einfach hier eingeklemmt und an der Unterseite befindet sich hier also ein Stativgewinde, 1/4 Zoll, und dann kann man das Ganze halt eben entweder auf ein ganz einfaches Stativ dieser Art draufschrauben mit dem Smartphone zusammen oder halt eben auch auf ein richtig großes Stativ, warum auch nicht, wo dann zum Beispiel oben ein Kugelkopf dran ist, und dann hat man hier noch über den Kugelkopf die Möglichkeiten, dass man halt eben zum Beispiel auch verschiedene Winkel einstellen kann, aus denen man dann heraus filmen möchte. Also das ist dann die Halterung, die ist dann einfach hier oben drauf. So, ich werde Ihnen jetzt mal eben einfach hier das Smartphone an der Stativhalterung befestigen. Das ist natürlich kinderleicht. Da muss man im Endeffekt nur darauf aufpassen, wo ist die Kamera, also wo nimmt das Smartphone auf. Das ist immer die Vorderseite und das ist natürlich auch die Seite, die dann hier hinten einfach so reingeklemmt wird. Zack. Und das Ganze hält auch, ist also auch wirklich fest. Brauchen Sie keine Angst haben, dass es rausfällt. Und die Halterung zeichnet sich im Prinzip dann dadurch aus, dass Sie hier auf der Unterseite, die natürlich hier, wo das iPhone bzw. das Smartphone drauf liegt, das ist gummiert. Da sind so zwei kleine Haken, dass es also jetzt nicht auch hier zur Seite einfach so rausrutschen kann. Und hier oben ist dann die Klammer praktisch dann einfach drüber. Und das Ganze wird halt eben durch die Spannung hier in dieser Stativhalterung an sich dann einfach gehalten. Ich würde das Ganze jetzt einfach hier so auf ein einfaches kleines Tischstativ, nenne ich das mal, einfach aufschrauben. So machen wir das einfach mal hier. Es ist wahrscheinlich eleganter, wenn man erst die Stativhalterung da oben anbringt und dann halt eben das Smartphone da reinmacht. Aber ich habe halt mal einen anderen Weg gewählt. Man muss ja nicht mehr alles so machen wie die anderen. Ne? So sieht das Ganze dann aus. Hier noch einmal in der Totalen. Ne? Also da können Sie halt eben jetzt hingehen und vor allen Dingen, Sie können jetzt auch mal richtig selber mit aufs Bild kommen. Man ist einfach hier die Stativhalterung auf ein Stativ drauf. Oder aber auch, was auch geht, ist natürlich halt eben auch sehr nett. Man muss nicht unbedingt das Ganze dann auf einem Stativ befestigen. Man kann es halt eben auch zum Beispiel so einfach auf den Tisch stellen. Ne? Das ist also auch schon so klein und so wenig das auch jetzt aussieht, ist schon eine ganz große Hilfe. Weil in der Regel ist es ja so, dass die Smartphones, man kann sie zwar halt eben auch so seitlich hinstellen. Dann haben wir das Problem hier zum Beispiel bei dem iPhone, das ist das 5er iPhone. Da haben wir halt eben jetzt hier oben dann die Kamera dran. Und wenn ich jetzt unten irgendwie was verstellen möchte oder halt eben auch zum Beispiel jetzt mit der Lautstärke rumspielen, mir irgendwas angucken möchte und so weiter, dann habe ich halt eben die ganzen Bedienelemente hier unten. Das ist nicht weiter tragisch, aber wie gesagt, das Ganze hat auch eine sehr schmale Auflagefläche und es fällt in der Regel halt eben auch sehr schnell um. Ich muss nur so einmal gegen den Tisch kommen. So, zack, und dann fällt das Ding einfach um. Und dann können Sie das Ding einfach hier, beziehungsweise das Smartphone, ist in dem Augenblick das Ding, einfach dann hier in diese Stativhalterung dann reinmachen und dann haben Sie das Problem halt eben nicht mehr. So einfach ist das. Ich habe Ihnen also hier die Stativhalterung vorgestellt für Smartphones, also iPhone und alles andere, unter anderem auch das iPod Touch und halt eben auch die Smartphones anderer Hersteller. Hier bei uns im Shop das System S, beziehungsweise die System S Stativhalterung.